Hallo und herzlich willkommen hier eine neue Folge Blind Tech bei Chico. Mein Name ist Jesse und heute gibt es eine neue Hörbuchrezension und zwar Das Gold der Krähen. Autor Lieber Dugo, Sprecher Frank Stieren, Kategorie Science Fiction und Fantasy. Ich verlose auch diesmal wieder zwei Exemplare. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreibt mir bitte in die Kommentare einfach Hashtag Das Gold der Krähen. So weiß ich, dass ihr teilnehmt. Mehr zu dem Buch gibt's nach dem Intro. Beschreibung: Käs und seinen Krähen ist ein derart tollkühner Kuh gelungen, dass sie selbst nicht mit dem Überleben gewettet hätten. Statt der versprochenen fürstlichen Belohnung erwartet sie jedoch bitterer Verrat. Haarscharf kommen sie mit dem Leben davon. Käs Geliebte Inay gerät in Gefangenschaft. Doch Käs trägt seinen Spitznamen Dirty Hands nicht ohne Grund. Von jetzt an ist ihm kein Deal zu schmutzig und kein Risiko zu groß, um Inay zu befreien und seinen betrügerischen Erzfeind Pekka Rollins zu vernichten. So, jetzt gibt's noch eine kleine Hörprobe. Nachdem Hoth gestorben war, hatte der Krämerrat von Kerch ihm gestattet, Seereisen zu begleiten, um sich aus seiner Indentur freizukaufen. Die Bezahlung war schlecht, aber welche anderen Möglichkeiten hatte er schon? Er war ein Stürmer in einer Grischa gegenüber feindlich gesinnten Stadt, ohne jegliche Fähigkeiten außer den Gaben, mit denen er geboren worden war. »Noch eins?« fragte der Wirt und deutete auf Redvenkos leeres Glas. Redvenko zögerte. Er sollte sein Geld nicht so vergeuden. Hielt er seine Pfennige zusammen, musste er sich nur noch für eine weitere Reise verdingen. Vielleicht auch zwei. Dann hätte er genug Geld, um seine Indentur abzubezahlen und sich ein Ticket für eine dritte Klasse Koje auf einem Schiff nach Hrafgar zu kaufen. Man erwartete ihn in weniger als einer Stunde an den Docks. Stürme waren vorhergesagt worden, also war die Mannschaft darauf angewiesen, dass Redvenko die Luftströme im Griff hatte und das Schiff ruhig zu dem Hafen geleitete, den es erreichen sollte. Er wusste nicht, wo es hinging, und es war ihm auch gleich. Der Kapitän würde die Koordinaten verkünden, und Redvenko würde die Segel füllen oder den Himmel beruhigen. Aber der Wind hatte noch nicht aufgefrischt. Vielleicht könnte er den ersten Teil der Reise verschlafen. Redvenko tippte auf die Theke und nickte. Was konnte ein Mann da schon machen? Er verdiente ein wenig Trost in dieser Welt. »Bin kein Laufbursche«, murmelte er. »Was sagst du?« fragte der Wirt, der ihm einen weiteren Drink einschenkte. Redvenko winkte ab. Dieser Kerl, dieser gewöhnliche Tölpel, konnte das niemals verstehen. Er würde sich für die Vergessenheit abrackern. Hoffen? Auf was? Auf eine zusätzliche Münze in seiner Tasche? Einen freundlichen Blick von einem hübschen Mädchen? Er wusste nichts über den Ruhm im Kampf, darüber, wie es war, verehrt zu werden. Bewertung: Gesamt 4 Sterne. Sprecher 4 Sterne. Geschichte 5 Sterne. Spannung 4 Sterne. Ich habe den ersten Teil von einer Hörerin empfohlen bekommen und wie ich dort bereits erwähnt hatte, habe ich am Anfang von Teil 1 das Lied der Krähen etwas gebraucht, um mich in der Geschichte zurechtzufinden. Das hat sich aber ganz schnell geändert und ich habe das erste Buch geradezu verschlungen. So konnte ich die Fortsetzung der Reihe kaum erwarten und habe auch dieses Buch geradezu verschlungen. Ich konnte kaum eine Pause machen und habe es fast auf einen Rutsch durchgehört. Die Autorin schuf mit dieser Reihe eine ganz neue, spannende Welt und erfindet damit auch wunderbare Charaktere, von denen jeder seine eigene Geschichte und auch eigene Vergangenheit hat, die immer wieder zum Thema werden. Durch die Komplexität der Geschichte, der Welt und der einzelnen Charaktere fügen sich die Handlungsstränge plausibel und nachvollziehbar zusammen. So werden zum Ende hin die Vorhaben und Pläne sichtbar und verständlich. Ich stehe auf die Schreibweise der Autorin, aber auch der Sprecher Frank Stieren macht seinen Job hier sehr gut. Er schafft es mit kleinen Veränderungen seiner Stimme und Stimmfarbe, jeden Charakter eine eigene und dennoch gut wiedererkennbare Stimme zu geben.
Das Gold der Krähen ist super schön und mit ganz viel Liebe geschrieben, genau wie sein Vorgänger. Mein Fazit, die Reihe ist in jedem Fall empfehlenswert, gerade für Fantasy-Fans, die eine komplexe Erzählweise mögen. Die Reihe ist auf keinen Fall leichte Kost, aber absolut empfehlenswert. Viel Spaß damit! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt's mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.